So nah stand ich hier noch nie. Schaut mal, wie das aussieht, Leute. Man sieht nicht mal die Spitze von hier. Willkommen zum schnellsten Aufzug der Welt. Leute, das ist kein Zeitraffer. Ja. Einfach noch ein Bugatti Chiron. Und das ist dein Nachbar jetzt? Das ist mein Nachbar, ja. Wenn du sie kaufen würdest, jetzt heute zum heutigen Markt wahrscheinlich knapp unter 3 Millionen Euro. Wir zahlen hier tatsächlich relativ wenig, um ehrlich zu sein. Ist ja nichts? Hä? Ist ja, also ist viel nichts. Geld, aber so für diese Wohnung? Das ist nichts, Bro. Stimmt das, dass es keine Kanalisation gibt im Burj Khalifa? Ja, das ist leider wahr. Ich muss jeden Abend in den Eimer reinkacken. Was jetzt kommt, Bro, ist wirklich, das weiß wirklich keiner. Das wissen jetzt nur deine Follower. Burj Khalifa, 2008 fertiggestellt, 2009 übergeben, im Jahr 2000 geplant. In jedem Burj Khalifa gibt es... Yo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog, wieder mit dem Daniel. Hallo, immer wieder schön mit dir, am selben Tag ein Video zu starten. Wahnsinn, ne? Wie angekündigt, drehen wir heute mehrere Vlogs. Wir sind jetzt fertig hier im Haven. Wer das Video nicht gesehen hat, oben in der Infobox abchecken. Was gibt's jetzt? Die zwei Content-Maschinen gehen jetzt weiter zum Burj Khalifa. Wo? Zum höchsten Gebäude der Welt, Bro. Wir gehen direkt at top. Wo du wohnst? Wo ich wohne, genau. In mein Zuhause, in mein kleines Zuhause. Wie kommen wir dahin? Mit meinem Auto. Läuft. Standesgemäß, Bruder, standesgemäß. Uff. Geiler Typ. Kommen Sie rein, können Sie rausschauen. Steht dir. Vielen Dank. Ist leider noch ein Rental-Car, weil ich habe eine C-Klasse. Aber ich habe mich eben in das Auto gewöhnt, Bro. Ich sag's dir, wie es ist. Ich glaub, steht dir sehr gut. Ich glaube, ich müsste noch ein paar Immobilien verklopfen und dann ist schon geil. Ja, auf jeden Fall. Leute, ihr wisst Bescheid. Immobilien kaufen beim Daniel. Ja, genau. Dann geht die G-Klasse. Deine Tür ist übrigens offen, Bro. Ja, das ist ein Panzer, Bro. Das müsste richtig zuschlagen. Ja. Ohne Haftung aber. Genau. Dann sehen wir uns gleich, Leute, bei der Tiefgarageneinfahrt des Burj Khalifas. Nach 15 Minuten Fahrt von Haven sind wir jetzt hier endlich angelangt. Burj Khalifa ist das erste Mal, dass ich hier reinfahre. Das sieht schon episch aus. Das ist das geilste Gebäude der Welt, Bro. Ja, ist wirklich? Das ist das beste Gebäude der Welt. Seit wann wohnst du dort? 4 Jahre jetzt. 4 Jahre? Ja, sonst mit 4. Jahr. Und immer noch begeistert, wie am ersten Tag? Immer noch happy, immer noch keinen Tag bereut. Kannst halt keine Fenster aufmachen, du hast keinen Balkon. Aber allein da drin zu sein, in diesem Bauch von diesem Gebäude, Bro, das ist... Allein der Fakt, dass du im höchsten Gebäude der Welt bist. Ja. Was haben wir denn hier so rumstehen, Alter, krank. Heftig. So nah war ich noch nie am Burj Khalifa. Ja, einmal ist immer das erste Mal, ne? Ja. Nach einem Jahr Dubai. Ist auch geil, weil ne, Burj Khalifa motiviert halt. Ja, auf jeden Fall. So, ich fahr allein, Limit, ne? Wenn ich mein Auto parke, fahre ich alleine 2 Bugattis vorbei. Echt? Ja. Sehen wir die gleich? Ja, ja. Ich bin der erste Bugatti. Boah, wir müssen da gleich vorbeilaufen. Ja. Und hier steht der zweite Bugatti rechts. Ah, so ein Limited Edition Ding. Ey. Laufen wir gleich noch vorbei. Das hab ich normal. Boah, was sind die für Autos? Oh mein Gott. Leute, wir machen jetzt kurz Parkhaus-Check. Neben den beiden Rolls Royce haben wir einfach einen Murcielago und das noch in Spider. Boah. Das ist inzwischen ein Classic wahrscheinlich, ne? Die sind wahrscheinlich Wertzuwachs gerade. Ja, definitiv. Hammer. Was ist denn dein Traumauto, Daniel? Meine Traumgarage ist ein Rolls Royce Wraith. Ja. Eine G-Klasse. Eine VW Käfer. So einen alten VW Käfer und einen alten Porsche 911 und einen alten Ferrari. Was mit dem? Den kannst du mir schenken, den verkaufe ich weiter. Das Kennzeichen. Kennzeichen ist teurer. So Wahnsinn. Ich habe oft schon einen Chiron gesehen in der Galerie, aber in freier Wildbahn, sowas zu sehen, ist immer nochmal. Und das ist dein Nachbar jetzt? Das ist mein Nachbar, ja. Nagelneuer Maybach, hier Rolls Royce, da noch ein Rolls Royce, da hinten, ey, das ist doch nicht normal, das hat doch keinen Anfang und kein Ende hier. Da haben wir Ferrari,
hier noch ein Ferrari, hier ein roter Rolls Royce, da ein Aventador, hier der Maybach von vorne. Oh, Leute, einfach noch ein Bugatti Chiron. Hier haben wir dann noch ein Aventador in Perlweiß Matt. Hier Rolls Royce, Ferrari Rolls Royce. Das reicht dann aber auch, das hat hier kein Ende. Nee, das, vor aber allem das ist ja nur das normale Residential Parking. Ne? Wir haben eins oben drüber, wir sind ja B1, wir haben B1, B2. Aber es gibt noch C-Parking, Corporate Parking und da stehen die richtigen Autos. Daniel, könntest du mit deinem Image eine pinke G-Klasse fahren? Ich glaube ja. Ich glaube, das könnte ich auch noch rocken, ja. Aber das ist eher für Barbie-Girls. Sunday afternoon. Wir sind jetzt aus dem Parkhaus rausgekommen, stehen hier vor dem Burj Khalifa. Und so nah stand ich hier noch nie. Schaut mal, wie das aussieht, Leute. Man sieht nicht mal die Spitze von hier. Und auch hier, wo der Burj Khalifa schon anfängt. Das ist phänomenal groß hier. Richtig schön die Zufahrt. Also ich bin wirklich geflasht. Wahnsinn, ne? Ja. Und so, schau mal, jetzt unter dem dritten Ring ist meine Wohnung. Also du siehst hier ersten Ring, zweiten Ring, dritten Ring. Wow. Da und runter ist ein bisschen meine Wohnung. Da gehen wir jetzt hoch. Und du verrätst gleich, was du Miete zahlst dort? Mach ich auch. Also Leute, bleibt dran. Jetzt kommen wir in den Burj Khalifa rein. Und hier kommt man nur mit Karte rein? Nur mit Karte, ja. Und auch immer nur Access zu deinen Floors. Ah, krass. Ja. Wie viele Etagen hast du hier nochmal, bewohnbare? 108 hast du die höchste Etage, bewohnbar. Und bis 160 hast du Offices. Wir sind jetzt eben mit dem Aufzug auf die 43. gefahren. Jetzt mussten wir den Aufzug wechseln und fahren weiter. Auf die welche? Auf welche Etage? 58. 58. Und bei der 72. Etage kann man nochmal den Aufzug tauschen? Genau, auf 76 gibt es dann die nächste Lobby und auf 108 die nächste Lobby. 58. Stock. So, sehr, 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 sehr privater Einblick, Bro. Ne, das weiß ich sehr, bedeutet viel. Ja, weiß ich sehr zu schätzen, wirklich. Ist für mich nicht selbstverständlich. Bring ich jeden hier hoch. Das ist unsere Katze. Unser Animal, so heißt sie auch. Sie hat keinen Namen, sie heißt Animal. Animal. Ja, und sie ist auch eine Straßenkatze, die haben wir gerettet. Und wohnt jetzt im höchsten Gebäude der Welt. Sie ist die eigentliche Erfolgsstory, nicht ich. Millionärskatze. Ja, mega. Sick, ne? Boah, Endlevel. Ich weiß echt mega zu schätzen, dass ich hier sein darf. Die Scheiben sind aber richtig sauber. Ja, gerade vorgestern, extra für dich, haben wir noch angerufen und haben gesagt, hier machen wir die Scheiben sauber, der Emil kommt, man braucht guten Content. Hier ist unser Arbeitszimmer, ich habe gestern Abend noch Calls gehabt, bis um 9 und dann habe ich auf die Couch gechillt und so, hier unten ist der Burj Park, da passiert immer was, das ist die Opera da unten. Opera, Burj Park. Hier habe ich gerade letzte Woche eine Wohnung verkauft in dem Tower, 27. Mhm. Stock. Für 21,5 Millionen Dirham. Heftig. So nebenbei, zwischen Tür und Angel. Und Animal will attention. Hey. Animal liebt fremde Menschen. Das ist der Wahnsinn. Und hier geht gleich die Fountain Show. Du hast deine Uhr. Wie viel Uhr ist es? In 10 Minuten. 10 Minuten geht die Fountain Show hoch. Dann können wir die hier anschauen. Da ist mein Tennisplatz, auf dem ich immer spiele. Hammer. Und der heute ist ein bisschen wolkig, aber da vorne ist die Burj Al Arab. Ja. Durch die Tower durch, du siehst die Palme. Sieht man da hinten, man sieht das Meer. Und die Palme sieht man dahinter. Ich will jetzt die Scheiben nicht dreckig machen. Was hast du hier? Two-Bedroom? Two-Bedroom, 185 Quadratmeter. Knapp. Das ist geil, weil es. Schön, das ist wirklich Hammer. Ja, das Layout ist das beliebteste, das ist das F-Type-Layout. Du hast halt normalerweise Burj Khalifa hat überall diese Säulen. Ja. Weil irgendwo müsste das Gebäude stehen, das ist halt eine Wohnung, komplett ohne Säulen. Hinten dran ist unser riesiges Master-Bedroom und unser Master-Bath mit einem begehbaren Kleiderschrank mit einem großen. Hammer. Und ja, hier ist dann unsere Küche. Magst du einen Kaffee? Du trinkst ja keinen Kaffee. Magst du das trinken, Bro? Wasser? Nee, danke, aber du hast so gesagt, dass du den besten Kaffee der Welt hast. Ich hab tatsächlich den besten Kaffee der Welt. Also was macht denn den besten Kaffee aus?
Also A, die Maschine. Wow, das sieht schon aus wie ein Ferrari. Das ist, ja, das ist auf jeden Fall, mit der kannst du in jede Kaffeebar in Italien einen Eindruck machen. Ja? Aber der Barista ist halt auch nicht unwichtig. Ne? Und ich habe ja auch früher, während meinen Studentenzeiten, habe ich auch an der Gastronomie sehr viel gearbeitet. Und da war Barista immer mein Lieblingsjob. Magst du auch was trinken? Ja, ein halbes Glas Wasser. Halbes Glas? Okay. Ja. Das sprudelt oder still? Ja, sprudelt. Die Leute wissen gar nicht, dass Sprudelwasser was Besonderes ist in Dubai. Ja, ne? Wie viel es kostet vor allem? Roy, 2 Euro für eine Flasche. Bei Lidl ist günstiger. Ja. Neuen Tisch haben wir gerade bestellt. Mega schön. Couch. Ne? Siehst du ja, warum wir keine gute Couch haben? Genau deshalb. Weil Animal zerkratzt alles. Aber sie ist süß. Ja, Animal, sie ist auch super. Sie quatscht den ganzen Tag. Sie ist genauso wie Olga und ich. Die quatscht den ganzen Tag. Sie hört nicht auf zu reden, aber mein Gott. Schmeckt auf jeden Fall anders wegen dem Druck hier oben. Ja. Bleibt weiter oben. So, die Wellen vom Burj Khalifa, wie nennt man die? Das Gebäude ist ja so wellig aufgebaut. Ja, es ist wie ein Dreieck eigentlich aufgebaut, damit es halt windbeständig ist. Hier siehst du die Einfahrt, hier siehst du den Verkehr, der hier immer herrscht, ja. Ist ja auf beide Seiten eine geile Aussicht. Genau. Es gibt ja auch die andere Seite ohne Fountain-Aussicht, richtig? Du kannst auch die IFC schauen, du kannst über die Mall schauen, Dubai Mall. Wir haben nur die eine Hälfte der Fountain View. Im Prinzip unsere Nachbarwohnung hat Full Fountain View. Aber ne, Luxusprobleme. Ja. Die Fountains sind so laut, Bro, du hörst alles. Echt? Also wenn jetzt irgendwie Michael Jackson kommt, dann weiß ich, es ist 19.30 Uhr. Weil das halt immer, also das, du hörst hier die Fountains, wenn wir es dann gleich sehen. Krass. Du hörst die hier komplett. Hier ist der Pool, auf dem 43. Stock haben wir einen Pool. Da unten auf der Terrasse. Da sieht man nicht so gut. Mehr sieht man nicht so gut. Was ist dieses interessante Gebäude hier? Das ist Skyview, da habe ich die halbe Brücke tatsächlich verkauft für einen meiner Kunden, damals noch bei Lux Habitat. Das waren 3 Penthäuser in einem Deal. Und dann haben wir 2 Penthäuser geflippt und er wohnt jetzt for free in seinem Penthouse da drin. Was ist so dein Lieblingsort in dieser Wohnung? Was machst du? Also sitzt du am Fernseher, sitzt du hier, schaust die Aussicht an? Ja, wir sind A, viel zu selten hier. Wir verbringen natürlich sehr viel Zeit draußen im Büro, mit Kunden, unterwegs etc. Lustigerweise, du gewöhnst dich an dieses Panorama erschreckend schnell. Man gewöhnt sich sehr, sehr schnell daran. Aber es ist schon sick. Sitzt du am liebsten hier oder? Ja, ich mache meistens hier mein Frühstück und schaue raus und dann abends, wenn ich nach Hause komme, ist eh dunkel, aber wenn es dunkel ist, ist eigentlich noch geiler. Sieht das nochmal ganz anders aus. Ne? Bro, das sieht aus, kennst du noch die letzte Szene vom Fight Club? Nein. Wenn die davor. Hast du Fight Club geschaut, den Film? Nein, leider nicht. Oh. Hab ich auch so verpasst, Leute? Ja. Alter, du musst dir Fight Club anschauen. Hier, bei dir aber. Ja, können wir gerne machen. Ich liebe den. Ich hab den schon 5-mal gesehen. Letzte Szene von Fight Club. Soll ich es ihm jetzt sagen oder nicht? Nein, ich sag's dir, glaube ich, nicht. Aber wenn du Fight Club von Anfang bis Ende anschaust, die letzten 3 Minuten, dann wirst du verstehen, was ich meine. Ich kann es mir vorstellen. Also ich weiß ja, dass hier abends alles beleuchtet ist, dass es dunkel ist, die Lichter. Mal schauen. Lass mal Fight Club schauen. Leute, ich mach das so schlau. Guck mal, wo habe ich mich alles hin eingeladen? Handover Party. Handover Party in diesen Raum. Ja. In diesen Raum habe ich mich eingeladen. Das hier. Jetzt hier noch, ey. Hammer. Gewusst wie, ne? Die Fortune-Show hat angefangen. Dann hat man eine super Aussicht. Durch die Kamera sieht man es jetzt nicht so gut. Aber mit dem Auge ist das schon Hammer. Stimmt auch, man hört die Musik. Ja, ja. Musik noch die Explosion. Sehr, sehr leicht. Bitte? Ja, dieses und abends werden die lauter und vor allem, wenn da so Popmusik kommt, wird es auch nochmal lauter. Was sind hier? Sind das hier diese Scheinwerfer, die den Burj Khalifa beleuchten die ganze Zeit? Ja, genau. Fenster hast du jetzt hier gar keine? Nichts, nee. Auch kein Balkon? Nee. Aber dafür ist die Luft ganz frisch, also ist angenehm. Ja, die haben hier so Frischluftzirkulation haben die über das ganze System hier. Was ich eben noch gesagt habe, ich finde es sehr schön hier, also sehr, sehr gemütlich und ist auch so hell. Die Anzeigen, die ich im Internet gesehen habe, immer von Burj Khalifa, die günstigsten natürlich, so ich habe mir mal geschaut, die günstigsten Wohnungen, was die kosten, hast halt überall dieses Braun gehabt. Wie in der Küche, hast du ja eben auch erzählt. Nee, wir haben die Wandfarbe weiß gemacht, so richtig bright weiß. Wir haben hier so Marble-Applikationen, was aber natürlich Folie ist, übers Holz geklebt. Mhm. Weil normalerweise ist alles so hässlich braun wie die Küche. Die werden wir jetzt wahrscheinlich auch noch überkleben, nachdem wir das gemacht haben und es gut geklappt hat. Jetzt gehen wir wahrscheinlich noch in die Küche rein, aber es ist halt die Original-Küche. Dann machst du wahrscheinlich einfach alles in weiß rappen und irgendwie diesen Countertop noch mit einem geilen Marble machen. Und dann
sieht's einfach geil aus. Ja, das wissen die meisten Leute halt nicht. Der Burj Khalifa wurde ja vor 12 Jahren gebaut. Wann wurde der gebaut? 2008 fertiggestellt, 2009 übergeben, ja. Und das Design damals ist halt heute gar nicht mehr aktuell, das Grunddesign von damals. Weil der ganze Boden war auch in dieser Farbe, die ganzen Wände. Aber so habt ihr das auf jeden Fall sehr, sehr schön gelöst. Aber, guck mal, jetzt gibt's auch noch, Bro, Emir of Dubai Exclusive. Voila, ich zeig's dir. Ich dachte, du zeigst mir deinen Kühlschrank. Nein, nein, was jetzt kommt, Bro, ist wirklich, das weiß wirklich keiner. Das wissen jetzt nur deine Follower. Ey. Ja? Weil bin nervös. Burj Khalifa 2008 fertiggestellt, 2009 übergeben, im Jahr 2000 geplant. In jedem Burj Khalifa gibt es einen. Jetzt kommt's, ey, ich bin gespannt. Weinschrank. Okay. Haram. I mean. Das ist echt nicht gut. Arabisches Land im Jahr 2008, Bro, im Jahr 2000 haben die das geplant. Jede Wohnung hat einen Weinkühlschrank. Komisch, warum? Wieso haben sie das nicht so einen normalen Kühlschrank gemacht? Ich weiß nicht, wie sie das überhaupt reingemacht haben, aber jede einzelne Wohnung, egal ob Studio oder One-Bedroom oder Two-Bedroom oder Penthouse, die haben alle diesen Weinkühlschrank fertig mit eingebaut. Ob du willst oder nicht. Ist das auch hier eingebaut? Das ist auch eingebaut, ja. Das ist auch fest mit drin. Krass. Ja. Also mir persönlich reicht der Einblick, das ist schon mehr als genug. Ja. Ich muss noch etwas zeigen. Also wir müssen jetzt nicht in dein Schlafzimmer, wir müssen nicht ins Bad rein. Nö, nö, wir können hoch, wenn du willst. Ja. Also mal ganz hoch in den Residence Lounge. Kurz bevor wir gehen, so Two-Bedroom. Man hat hier wie viel Quadratmeter? 150? 185 Quadratmeter. Mega. Insgesamt. Wir haben ein Gäste-WC hier, riesige Walk-In-Dresser, riesige Master-Bathroom mit Jacuzzi und so weiter. Und genau, Arbeitszimmer da, Küche hier, Waschraum da hinten. Was zahlt man hier Miete? Wir zahlen hier tatsächlich relativ wenig, um ehrlich zu sein. Ich habe die Wohnung, die gehört nämlich einem Kunden von mir. Ja, Bro, anders geht's nicht. Anders geht's nicht. Also ich zahle jetzt aktuell, ich zahle knapp 65.000 Euro. Pro Jahr, ein Jahr im Voraus. Ja. Ist ja nichts. Ha? Ist ja, also ist viel nichts. Geld, aber so für diese Wohnung? Das ist nichts, Bro. Weil die können wir die easy für 100.000 vermieten, jetzt inzwischen. Das war allerdings vor 2 Jahren, seit wir hier leben, auch damals noch anders. Ne? Wir haben das kurz nach Corona direkt hier gemietet. Und da war der Markt noch ein bisschen unten. Und hab ich gesagt, so, hey, weil ich habe einen Gefallen bei dem übrig. So. Was kostet diese Immobilie hier? Wenn du sie kaufen würdest, jetzt heute zum heutigen Markt, wahrscheinlich knapp unter 3 Millionen Euro. 3 Millionen Euro. Deutsche Airwaves, Bruder. Das ist Gold wert hier, ohne Scheiße. Gibt's in Dubai nicht. Airwaves ist. Wenn sich dann jemand fragt, soll ich dir was mitnehmen, sagst du dann Airwaves. Airwaves, ja. Willkommen zum schnellsten Aufzug der Welt. Hier, schau mal, da musst du dich jetzt hinstellen und das Ding hier beobachten. Das macht nämlich drei Stockwerke pro Sekunde teilweise. Und das ist so ein Double Elevator, das heißt oben, du hast gesehen, wir sind an Touristen vorbeigelaufen. Mhm. Und im Prinzip sind wir jetzt so ein Doppelaufzug. Oben sind die Touris, unten sind wir. Nee. Und der zieht es jetzt gemeinsam nach oben. So, jetzt geht die Party los. Da hat man auch nur 100, einen Knopf auf die 123. Genau. So, am Anfang ist noch ganz gediegen. Ja, ich wollte schon sagen, so schnell ist der nicht. Ja, ja. Wart mal ab 30, wie er abgeht, dann hat er richtig Bock. Oh, das ist der Wahnsinn. Leute, das ist kein Zeitraffer. Ja. Boah, der springt. War wieder der Druck auf den Ohren, ne? Das ist krass. Noch nicht. Aber nein? Ich habe ja auch Kaugummi im Mund. Ah, ja, stimmt. Kaugummi. Siehst du, das war smart von mir, ne? Ja, sehr smart. Hättest du gesagt, was du bewusst war. Fast Takeoff. Ah, das ist der Wahnsinn. Und jetzt gehen wir halt auf die Resident Lounge. Dort haben nur Zugang. Ja. Nur die, die diese Karte haben. Krass. Ja. Und die Touristen kommen auf die 124. Eins oben drüber. Genau. Aber jetzt langsam Druck auf meinen Ohren. Mhm. Hier ist der Atmosphäre, das höchste Restaurant der Welt. Da unten. Hier sind wir jetzt oben in der Resident Lounge. Hier hat man nochmal eine Rezeption. Und das ist halt dieses Burj Khalifa Design von damals, richtig? Genau, genau. Hier hat man einen Lounge, ohne jetzt die Leute zu zeigen. Oh. Ja. Hier haben wir komplett die Sheikh Zayed Road. Da die Jevora, war das größte Hotel der Welt, oder ist es immer noch? Ich glaube, ja. The World Islands. The World Island. Und ist so weit oben. Weißt du, wie viele Meter wir oben sind? Wir sind auf ca. 450 Meter sowas, 440. Das ist schon heftig. Aber halt auch irgendwie gerade mal die Hälfte, ne, von Burj Khalifa. Boah, Wahnsinn.
Hier haben wir dann nochmal kostenlose Getränke, Wasser, ein paar Säfte, Kaffeeautomat. Ist aber klein hier, ne? Nicht so groß. Vorne gibt es auch nochmal rum. Ah, okay. Weimarsee Stadtpanorama. Also 180 Grad hast du hier, ne? Ja, das ist schon Wahnsinn, die Aussicht, vor allem, wo es jetzt dunkel wird. Mega. Und das ist halt kostenlos für euch, ne? Genau. Kann man halt immer schöne Leute einladen. Die ganze Dubai Mall hier, Fountain Show. Ja, Address Hotel. Vorne siehst du Maidan und District 1. Da vorne ist der Creek. Krass. Ja, dahin kommt dieser super High-Rise Tower auch hin. Das wird hier Burj Khalifa 2, sozusagen. Ja. Ja, schon heftig. Schau mal, wie groß diese Dubai Mall hier ist. Die haben die jetzt ja verlängert. Ne? Dubai Mall, das hier ist eine Extension. Warte, hier, das ist eine Extension. Und auf der anderen Seite ist auch noch eine Extension hier. Krass. Mhm. Heftig. Und die machen die größte Mall der Welt einfach nochmal größer. So, because why not? Kann man hier gute Kontakte knüpfen? Sehr gut, Bro. Ja? Sehr, 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 sehr gut. Ja, glaube ich dir. Also ich habe schon ein paar Deals gelost, nur weil ich hier lebe. Ja? Ja. Wir fahren jetzt wieder hier raus aus dem Burj Khalifa. Jetzt gibt's erstmal was zu essen, Bro. Hier haben wir nochmal eine eigene Fountain Show. Ja. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also deine Wohnung sehr, sehr schön. Vielen Dank, vielen Dank. Aber ist schon ein anderes Gefühl, da reinzulaufen. Also man sieht es immer, wenn man da rumchillt. Aber von drinnen ist nochmal was ganz anderes. Next Level, ne? Ja, auf jeden Fall. Von innen. Gönne ich dir auf jeden Fall vom Herzen. Vielen Dank, Bruder. Wir arbeiten hart dafür. Ja. Das aber wir arbeiten noch gerne. Die nächsten Leute. Nein. Also zumindest nicht auf meinem Account vergessen es die Leute nicht. Bevor wir jetzt zum Restaurant gehen und den neuen Vlog beginnen, ja, habe ich natürlich noch ein paar Fragen, bevor das Video hier endet. Tell me. Stimmt das, dass es keine Kanalisation gibt im Burj Khalifa? Ja, das ist leider wahr. Ich muss jeden Abend in den Eimer reinkacken. und dann trage ich das, meine Frau trinkt das dann einmal die Woche raus. Und dann mit so einer Brause den Eimer ausputzen und das ist das Real Life in Dubai im Burj Khalifa. Nee, ehrlich, das stimmt nicht, ne? Ja, natürlich nicht, Bro. Das ist komplett Bullshit. Ich weiß auch, welches Video. Bro, weil die Leute einfach, die so gefährliches Halbwissen, die Leute haben keine Ahnung, die denken, die bauen hier eine Stadt hin für 3 Millionen, machen keine Kanalisation. Das ist einfach so hirnamputiert. Ich gehe auch gar nicht auf die Sachen normalerweise ein. Ja. Weil so, das ist so ein Idiotenfilter für mich. Ja, mit dem kann ich reden, mit dem nicht. Das ist einfach so super safe. Wie ist es auch mit der Sicherheit halt so? Wenn man jetzt einen medizinischen Notfall hat, bis man da hochkommt? Nein, Bro, wir haben ein eigenes Krankenhaus in Burj Khalifa. Also wir haben eine eigene Emergency Unit. Das heißt, wenn mir etwas passieren würde, du hast sofort jemanden da, der einfach nur vom Erdgeschoss hochfahren muss. Krass. Also, ja, also es ist wirklich sehr, sehr, sehr safe. Natürlich auch Sicherheit in terms of Security dort. Wir, hast du gesehen, wie viele Securities da rumstehen, wenn du von der Mall reinkommst oder so, wenn du deine Einkäufe reinbringst, musst du die auch scannen und so weiter und so fort, wie in so einem Flughafen. Also es ist schon geil. Was machen wir jetzt? Bro, jetzt gibt's endlich Essen. Ich hatte heute nur Frühstück und jetzt aber habe ich richtig Bock auf. Richtig Bock auf das, was wir machen. So Leute, das war's dann auch mit diesem Vlog. Das war jetzt der vierte heute. Erst einmal nochmal danke dir. Content Production Maschine, Bro. Danke dir für die ganzen so Einblicke und dass wir die Möglichkeit hatten, mit dir da hochzugehen, Resident Lounge. Das war's dann mit dem Video, Leute. Lasst ein Like da, kommentiert das Video. Wie immer, folgt dem Daniel, sowohl auf Instagram als auch auf YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Vlog. Peace out und ciao.